Hallo, liebe Beauty-Junkies da draußen. Heute möchte ich mit euch wieder Produkte teilen, die, ja, die einfach über die letzten Monate und Wochen mir so ans Herz gewachsen sind, dass sie einfach in ein Video gehören. Ja, ich mache jetzt wirklich nicht ständig diese Top- und Flop-Favoriten im Oktober monatliche Love and Hate-Bla-Videos. Möchte das aber ganz gerne wieder einführen. Ich habe das boah, die letzten halben Jahr irgendwie total vernachlässigt. Und deswegen zeige ich euch quasi jetzt meine Oktober-Favoriten. Aber eigentlich stimmt das nicht, weil teilweise benutze ich die schon sehr viel länger. Aber da ich jetzt im Oktober anfange, sind es meine Oktober-Favoriten. Und es geht auch schon direkt los. Auch wenn man es meinem Porzellate nicht wirklich ansieht. Aber ich bin keine 20 mehr. Ich bin ein extremer Pflege-Produkt-Creme-Freak-Junkie geworden. Jetzt ist mir vor kurzem jede Menge ausgegangen. Zum einen meine Augencreme und zum anderen meine Nachtcreme. So, und deswegen bin ich in die Drogerie gestapft und habe mir zwei Produkte mitgenommen einmal. Und zwar einmal von Garnier, der Ultra Lift Augenpflege und Nachtcreme. Und ja, benutze das exzessiv. Also ich finde, ganz ehrlich, ich finde, seitdem ich die benutze, ist meine Haut schöner geworden. Irgendwie entknittert, könnte man sagen. Ja, also diese kleinen Trockenheitsfältchen hier so, die man hier so hat, die sind nicht mehr so da. Das finde ich ganz toll. Und natürlich gehört zu einer guten Hautpflege auch das Abschminken. Und ich glaube, das ist meine vierte Pulle mittlerweile. Und zwar das Hydra-Active 3 Micellentechnologie Reinigungsfluid. Also es funktioniert bei mir echt super. Ich kriege damit alles an Make-up runter, an Long-Lasting-Lippenstift und wasserfesten Eyelinern und Wimpernkleber und also alles, was man sich so ins Gesicht kleistert, kriege ich damit hervorragend ab. Da ist es ja ein Dupe zu diesem Bioderma-Zeug. Da kann ich aber nichts zu sagen, weil ich das nie gekauft habe. Ich habe wirklich eine gute Parfümnase. Wirklich. Also ich kann mir Düfte hervorragend merken. Wenn ich einmal was gerochen habe, ist es für immer in meiner Nase. Und es riecht also wie noch nichts, was ich je gerochen habe. Ich kann es mit nichts vergleichen, mit dem, was ich habe. Ich versuche euch den aber zu beschreiben. Also er ist auf jeden Fall ein pudrig warmer Duft. Er riecht auch ein bisschen so cremig. Frisch gewaschen irgendwie, sauber und auch ein bisschen blumig. Also ich würde eher es in die blumig-süße, warm-pudrige Richtung beschreiben. Es ist nicht orientalisch oder fruchtig. Also bezahlt habe ich jetzt, es ist übrigens ein Eau de Parfum und ich habe bezahlt 18 Euro irgendwas. Und das sind 30 Milliliter. Kommen wir zur Körperpflege jetzt. Herbst, Winter, es wird kalter, die Sachen werden länger. Ich weiß nicht weshalb, aber da schwimmt meine Haut total, ganz besonders an Arm und Bein. Es ist echt nicht mehr feierlich. Und zwar ist das die Balea Body Milk, die reichhaltige mit Shea Butter. So sieht die aus. Ich sag ja, also so rein optisch ist die echt hässlich. Also die Farbe ist nicht schön und der Print ist nicht schön. Ist halt nicht schön. Ganz einfach nicht schön. Aber der Duft ist total schön. Letztendlich habe ich es auch nur deswegen mitgenommen, weil es besser riecht als jetzt Dove zum Beispiel, finde ich. Also, oder Nivea. Also der Duft ist halt total angenehm. Und die Pflege ist knaller. So. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder 100 Kommentare unter dem Video, was ich denn für einen Lippenstift trage. Ohne Witz, seitdem ich diesen Lippenstift trage und ich habe den jetzt schon eine ganze Weile, ich wurde noch nie, noch wirklich noch nie, wurde schon häufig auf Lippenstifte angesprochen, aber noch nie so exzessiv wie auf diesen hier.
Letztendlich war auch der Fakt, dass mich so viele Leute darauf angesprochen haben, der Grund, dass dieser Lippenstift mein Miyakosa-Pick ist. Mein Miyakosa-Pick des Monats. Und ich habe mir auch noch andere Farben ausgesucht von dieser Marke. Aber bevor ich euch jetzt verrate, um welche Marke es sich handelt, möchte ich euch diese Farben zeigen, dass ihr vollkommen unvoreingenommen seid. Und ich will euch auch raten, jetzt nicht zu schummeln und hier in die Infobox zu gucken. Und nein, seid einmal wirklich ganz unvoreingenommen. Lasst es nur auf euch wirken, wie schön die Farbe aussieht. Ich kann euch das gerne mal hier unten verlinken in der Infobox. Da könnt ihr euch Fotos ansehen von den Produkten. Aber erst später. Jetzt noch nicht. Also es ist wirklich ein wirklich, wirklich, wirklich schöner Nude-Ton. Wie ihr sehen könnt, matt, super deckend. Da reicht wirklich ein Hauch von Farbe, damit es richtig schön kräftig deckend ist. Und ihr seht, die sind halt matt. Allerdings sehr, sehr pflegend, wie ich finde, und nicht so eintrocknend. Das ist übrigens ein wirklich richtig spektakuläres Dupe zum MAC-Lippenstift Ruby Woo. Wenn euch aber Ruby Woo immer zu matt ist, weil er schon sehr, sehr eintrocknend ist, macht ihn zwar lang haltbar, aber es ist halt nicht jedermanns Geschmack, wenn es halt so extrem eintrocknet, ist das hier eine wirklich nicht nur sehr, sehr viel günstigere Alternative, sondern auch sehr viel angenehmer. Es sind zwei Lippenstifte, die ultra lang halten, aber wie gesagt, sich auf den Lippen wie ein Labello anfühlen. Also sehr, sehr pflegend und ganz geschmeidig. Und trotzdem halten sie halt unheimlich lang und haben eine wunderbare Farbpigmentierung. Da gibt es nichts und haben auch, ehrlich gesagt, überhaupt gar keinen Duft oder Geschmack oder irgendetwas. Also die sind komplett neutral irgendwie. Es geht noch weiter, das ist nicht alles. Ich habe auch noch eine wunderschöne, wirklich eine wunderschöne Lidschattenpalette. Aber das hier ist eine wirklich traumhafte Palette und ich habe mir die ausgesucht, weil ich finde, dass das Farben sind, die einfach perfekt für den Herbst, Winter sind, die perfekt auch zu den Lippenstiften passen und zu jeder Augenfarbe und halt nicht so 0815 Farben, ne? Also nicht schimmerndes Braun und schimmerndes Gold und Beige und Weiß. Also von schimmernden Brauntönen, ja, da gibt es Tausende. Aber das hier, das sind doch Farben, die sieht man jetzt nicht alle 5 Sekunden. Also der hier, der ist so, so toll. Also die beiden zusammen, wunderschön. Schaut euch auf jeden Fall einfach mal meine letzten 10 Bilder auf Instagram an, die ich euch natürlich hier auch unten gerne verlinken werde. Da trage ich die nur. Also seitdem ich die habe, ich benutze die jeden Tag und experimentiere halt damit rum, weil man natürlich eine unendliche Kombinationsmöglichkeit damit hat. So, und vielleicht hat der eine oder andere schon erkannt, um welche Marke es sich handelt. Und zwar ist es Wet n Wild. Und jetzt, bevor wieder alle schreien, was ist denn das für eine billige Marke? Ja, kann ja sein, ich persönlich stehe total auf Produkte, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und wenn ihr euch alle Blogs mal durchschaut, die über Wet n Wild schreiben, ist es durchweg immer positiv. Die Sachen sind halt toll. Was mich an Wet n Wild halt immer genervt hat, ist, dass es eben nur ganz wenige Aufsteller oder Regale davon gibt. Es gibt nur eine Handvoll in jedem Bundesland irgendwie. Und bei mir hier zum Beispiel um die Ecke ist kein einziger. Ich musste, glaube ich, fast 40 Minuten fahren, um überhaupt einen Aufsteller von Wet n Wild zu finden. Schreibt mir gerne in den Kommentare, wenn ihr auch Wet n Wild Produkte benutzt, welche ihr mir noch ans Herz legen könnt. Ich würde nämlich unheimlich gerne noch mehr von der Marke in meinen Miyakosa-Shop holen, weil ich bin so dermaßen angefixt von den Lippenstiften und ganz besonders von den Lidschatten. Die sind so grandios und ich würde gerne noch mehr Produkte davon holen. Schaut auf jeden Fall mal in meinen Miyakosa-Shop. Da ist gerade dieser Happy Haul. Es ist nur eine ganz kurze Zeit mit sehr streng limitierten Produkten. Da müsst ihr echt schnell sein, wenn ihr da noch was Schönes
abgreifen wollt. Das Angebot, das kriegt man noch nicht mal, obwohl es eine günstige Marke ist, aber so günstig bekommt man es noch nicht mal im Laden. Also es ist schon wirklich sehr, sehr günstig. Auch nicht bei anderen großen Internetanbietern. So, und zum Schluss möchte ich zwei von euch glücklich machen. Und zwar möchte ich an eine die drei Lippenstifte verlosen und an eine andere, die bekommt die Lidschattenpalette und trotzdem was für ihren Kussmund. Und zwar einmal diesen Eos Lip Balm in der Geschmacksrichtung Tangerine. Ich habe den selber und der ist richtig geil. Also ist richtig, richtig, richtig lecker fruchtig. Und also ich habe zwei Sets hier zu verlosen. Das eine Set wird verlost, das hier mit den Lidschatten und dem Eos Lip Balm, hier unter den Kommentaren. Also schreibt wie immer einen Kommentar unter dieses Video. Gerne mit dem Zusatz, dass ihr das gewinnen wollen würdet, damit ich das unterscheiden kann von denen, die einfach nur gerne kommentieren, aber gar nicht, wer es gewinnen möchten. Und das hier, die drei wunderschönen Lippenstifte, verlose ich unter all denjenigen, die mein Video liken. Und wenn ihr die Funktion aktiviert, dass man eure Likes auf eurem Twitter-Account sehen kann, dann sehe ich das bei meinem Twitter-Account. Also ich sehe das, wenn ihr das Video liked bei meinem Twitter, weil Twitter mir dann sagt so, hey, die und die hat jetzt dein Video geliked. Also das würde ich ganz gerne tun. Also das hier verlost unter denjenigen, die mein Video liken. Und dann werde ich mir das anschauen innerhalb von einer Woche, schreibe ich mir alles schön auf und lose dann aus unter euch, wer die Lippenstifte bekommt. Also aktiviert erstmal die Funktion, nicht vergessen, bevor ihr das Video liked, aktiviert die Funktion und ja, schreibt mir einen netten Kommentar. Ihr dürft natürlich auch beides, ihr dürft es auch liken und kommentieren. Wie auch immer ist mir natürlich beides recht.